Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Dreifach-Haul, ist das, genau. Ich habe nämlich ein Redkey W12 oder W12 zugeschickt bekommen. Dann habe ich von Cosmetic for Less ein paar Produkte, die ich euch zeigen möchte, die neu bei mir eingezogen sind. Und ich habe die Zoroyal Schatzkiste gekauft und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was in all diesen Sachen drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also ein dicker Wetterhaul ist hier am Start. Finde ich total großartig. Also ich habe zuallererst natürlich so einen kleinen Aktivitätspart mit dabei, weil ich euch gerne den Redkey W12 oder W12 vorstellen möchte. Das ist ein Staubsauger. Herzlich willkommen unter den Hausfrauen der Nation. Ich habe euch aber eine Sequenz dazu abgefilmt, tatsächlich, weil das ganz schön schwierig wäre, das hier zu machen. Sammy hat halt einfach Angst vor Staubsaugern, ne? Ich habe das kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, freundlicherweise. Also vielen, vielen Dank an das liebe Redkey-Team. Da gibt es auch diese Woche eine Aktion tatsächlich und das habe ich euch in der Infobox auch verlinkt. Und zwar bekommt ihr den anstatt für 249 Euro für 211 Euro. Nur diese Woche bis zum 24. Ne? Genau, schaut gerne dazu in der Infobox vorbei und das wäre auch ein bisschen unhandlich, wenn ich euch das Gerät halt jetzt die ganze Zeit hochhalten würde, weil das ist halt gar nicht mal so leicht. Ich habe euch das, wie gesagt, abgefilmt und mache jetzt so eine Art Voice-Over. Ne? Also wir sehen halt so einen Standstaubsauger, der aber akkumäßig unterwegs ist. Das heißt, wir haben kein Kabel, was mich nervt. Das heißt, ich kann damit das ganze Haus rasen, wie ich lustig bin. Was ich super, super wichtig finde, denn ich persönlich verwende keine Kabelstaubsauger mehr, sondern nur noch Akkustaubsauger oder halt Staubsaugerroboter. Und das ist ein Gerät, das drei Funktionen beinhaltet. Einmal das ganz klassische Staubsaugen. Das heißt, dass man einfach durch die Wohnung saugen kann und Schmutz entfernen kann. Und dann hat er noch die Möglichkeit zu wischen. Da kann man eine Wischfunktion anstellen, sodass die Rolle, die in diesem Staubsauger mit drin verbaut ist, nass gemacht wird. Und dann quasi über die Fliesen, was wir ja hauptsächlich bei uns in der Wohnung haben, drüber gehen kann, um dort halt den ganzen Schmutz aufzunehmen. Bevor man dann, nachdem man gesaugt hat, das kann man nämlich in einem Schritt tatsächlich auch machen, kann man ein Reinigungsprogramm laufen lassen. Please add water into water tank for self-cleaning. Self-cleaning start. Das Ding, was ich bei diesem Staubsauger halt für mich persönlich herausgefunden habe, ist, dass ich den generell total super finde und auch weiterverwenden werde. Aber ich werde den oben bei uns in der Wohnung verwenden. Hier unten ist halt wirklich Sammys Reich. Hier sind auch Langflorteppiche. Da kommt der Staubsauger leider nicht ganz so gut mit zurecht. Also wenn man Kurzflor hat, wenn man keine krassen Tierhaare hat, wie wir das haben, ist das ein super Gerät. Also da hätte ich 1A. Also wäre Sammy nicht hier, wäre das alles super. Mit Sammy ist es ein bisschen schwierig. Das heißt, ich verwende den oben in der Wohnung, die dann quasi hauptsächlich auch mein YouTube-Raum werden wird, in naher Zukunft, in sehr naher Zukunft. Und da werden wir auch so eine Art Lounge machen, dass wir dann quasi auch Jungs- oder Mädelsabend oben machen können. Dass wir einfach so einen Rückzugsort uns selber schaffen. Ne? Und da wird eher dann auch der Redkey zum Einsatz kommen. Ich finde den toll und ich finde auch, dass der preis-leistungstechnisch sehr, 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 sehr gut ist. Denn wenn man jetzt diese Woche bestellt und den für 211 Euro bestellt, ist das schon, finde ich persönlich, für einen kabellosen Staubsauger ein Schnapp. Ne? Denn der hat ja auch noch diese Wischfunktion mit dabei und das ist alles so einfach mit dem Gerät. Also du hast nicht dieses krasse Saubermachen. Ich habe ja auch einen kabellosen, den ich sehr, sehr, sehr intensiv immer sauber machen muss. Ist ein bisschen anstrengend. Und der ist halt wirklich in der Bedienung einfach, der ist in der Handhabung einfach. Der zieht auch selber so nach vorne, wenn man diese Staub- und Wischfunktion hat, ne?
Finde ich irgendwie total genial. Aber wie gesagt, mit Sammys Haaren ist das ein bisschen schwierig und auch mit den langen Flora-Teppichen ist es auch ein bisschen schwierig, sodass ich da ja halt diese Rolle, die da drin ist, als nicht ganz so effektiv dafür sehen würde tatsächlich. Aber das war auch das, wo ich zuallererst ein bisschen gezögert hatte, als ich von Red Key angeschrieben worden bin und halt auch nachgefragt habe, wie sieht's aus, wenn wir die Kooperation machen, kommt das Ding mit Sammys Haaren klar? Naja, bedingt, ne? Also wenn er halt einen ganz normalen Fellverlust hat, schon, aber nicht, wenn er jetzt so im Fellwechsel ist oder wenn er halt derbe geschmust wird, so wie das aktuell der Fall ist, weil wir öfters Besuch da haben und dann sind kleine Kinder mit dabei und dann wird Sammy halt hart geschmust. Genau, also das ist halt so das Ding, was ich jetzt als Erfahrung euch jetzt auch schon mal mitgeben kann, weil wir haben das Gerät schon ungefähr einen Monat bei uns in Anwendung und das ist mir auch bei solchen technischen Geräten, die auch nicht ganz so günstig sind, sehr, sehr wichtig, bevor ich euch die halt vorstelle, bevor ich euch das Gerät anpreise, dass ich die selber erstmal intensiv austesten kann. Und intensiv können wir sicherlich solche Geräte hier austesten, weil wir haben halt auch einen Hund und dadurch sehr große Verschmutzung. Wir haben hier eine Baustelle, so ne, haben wir dann auch noch weiter Staub und so weiter. Und genau, ja. Also ich werde das Moped... Ich werde den Red Key W12 auf jeden Fall weiterverwenden. Aber wie gesagt, am liebsten dann oben in der Wohnung. Aber so für normale Verschmutzung oder wenn in der Küche sowas runterfällt, ne, das habe ich halt auch bemerkt. Also wenn wir in der Küche am Machen sind, da ist halt auch bei uns gefliest. Da fällt dann mal ein Ei runter oder keine Ahnung. Da fällt ständig irgendwas auf den Boden. Ne? Also irgendwas Modderiges halt. Also nicht modderig, aber halt so... Was Nasses halt auch, ne? Was du mit einem normalen Staubsauger nicht so wegkriegen würdest, dann nimmst du hier den Red Key und sagst hier Wischfunktion und der saugt dir das zack weg. Da habe ich jetzt leider kein Video zugedreht, aber es ist so, ne? Und da, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man irgendwie eine Familie halt hat, also mit Kindern oder so, da passiert ja auch noch deutlich mehr, wenn dann die Kinder von draußen vom Spielen kommen mit nassen Schuhen oder sowas, ne? Da kannst du eben mit dem hinterher. Das ist nämlich auch, was ich gemerkt habe, als wir jetzt so Besuch bekommen haben, als Danny bei uns zu Besuch gekommen ist oder als Sarah Isabel zu uns gekommen ist und es halt vielleicht nicht unbedingt super schön draußen war und Sammy dann von draußen reingetapert ist mit seinen Pfötchen dann, ne? Dann konnte ich eben mit dem so drüber gehen, über die Fliesen. Und das war halt wie schnelles Wischen. Das war total einfach. Und also für solche Geschichten finde ich den wirklich klasse. Müsst ihr einfach schauen, ob das für eure Zwecke halt so funktioniert. Schaut gerne bei Amazon vorbei. Ich habe euch da einen Amazon-Affiliate-Link in die Infobox reingesetzt. Und da könnt ihr euch auch noch weitere Bewertungen anschauen, weil das finde ich immer wichtig, ne? Dass man halt von verschiedenen Leuten die Bewertungen sich durchlesen kann, um zu gucken, ob das dann zu einem selber, zu einem Haushalt selber passt. Das ist ja auch immer die Frage. Ja, also so viel zu dem Red Key W12, W12. Ich weiß echt nicht, ob man W oder W12 dazu sagt, aber es ist ja eigentlich englischsprachig, ne? Ja, von der Lautstärke her habt ihr das ja auch im Einspieler, glaube ich, gesehen. Hat man das überhaupt gehört? Habe ich mich dann selber gestoppt? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal, wie ich das im Schnitt hinkriege. Aber ich habe das ja auch so gefilmt, dass ihr dann theoretisch auch die Lautstärke hören könntet. Ich finde, der ist relativ leise. Also... In Relation zu normalen Staubsaugern, die ich auch so verwendet habe und so, finde ich den schon recht leise. Jo, dann habe ich jetzt hier von Cosmetic for Less ein paar Produkte zugeschickt bekommen. Die werdet ihr auch noch im Einsatz sehen demnächst. Also da plane ich auch ein Video. Also PR-Boxen von Cosmetic for Less sind traumhaft schön. Ich habe das jetzt extra noch nicht ausgepackt. Erstmal kriege ich hier so ein Herzchen, wo hinten drauf steht, hallo Claudia, lieben Gruß nach wo auch immer ich wohne, dein Cosmetic for Less Team. Total süß, handschriftlich geschrieben und die Produkte sind hier halt in so richtig süßen Täschchen eingepackt. Ne? Also kann man auch theoretisch weiterverwenden. Das ist fast zu schön, um es aufzumachen, finde ich. Ne? Ja, es sind nämlich einige Neuheiten natürlich wieder dort eingezogen. Es gilt übrigens immer mein Code Claudi15 bei Cosmetic for Less auf alle Produkte, die ihr dort kaufen könnt. Und ich glaube, die Produktlinks setze ich euch auch mal in die Infobox. Das dürften dann Affiliate-Links sein. Das heißt, daran verdiene ich eine kleine Provision, solltet ihr über den Link einkaufen. Der Rabattcode ist aber nur für euch. Ne? Da habe ich hier zuallererst von Root Cosmetics Obnoxious... Volume Mascara, die wollte ich gerne mal ausprobieren. Ich glaube, die habe ich schon bei Frühlingsrolina gesehen, ne? Dass sie da tatsächlich die Mascara in einem Instagram Reel, meine ich, gezeigt hatte. Und die sah da schon sehr, sehr interessant aus. Interessante, sehr hochwertige Verpackung, muss ich sagen. So ein schönes satiniert matt schwarz. Also das gefällt mir wirklich gut, ne? Und dann so eine silberne Schrift, hast du auch nicht häufig und das fühlt sich sehr schwer an. Und dann, ja, drehe ich das mal auf. Wow, das ist mal ein Oschi-Bürstchen. Das ist ein Gummibürstchen.
Und das ist extrem dick. Sehr, 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 sehr geil. Sowas verspricht meistens Volumen und auch ein Stück weit Länge, ne? Weil ja, du oft mit diesen Gummibürstchen-Mascaras Länge gut schaffen kannst und trennen die Wimpern. Ich bin gespannt. Dann habe ich hier von LA Girl eine Tinted Foundation, die habe ich mir ausgesucht. Buildable Natural Finish. Habe ich hier in der Farbe Bisque. Bisque ist irgendwie auch eine Farbe, die habe ich schon bei anderen Foundations auch mal gehabt. Und das sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Also farbtechnisch kann ich mir vorstellen, dass wir miteinander schon, ne? Sheer to Medium Coverage finde ich persönlich auch gar nicht mal so verkehrt. Das sieht echt schön aus. Hier unten ein bisschen wie von, ich glaube, Max Factor hat das ja auch, ne? Dieses Tröpsgefi. Ja, sieht wirklich gut aus. Oh, da bin ich echt gespannt drauf. Ich kann euch das ja mal hier auf meinem Handrücken ein bisschen swatchen. Hier schießt das Produkt raus. Sieht so endgeil aus, Leute. Ich sag's euch. Okay. Sehr hell, ne? Also ich habe auch wirklich eine sehr helle Farbe gewählt, weil ich ja auch hell bin. Ich habe einen kühlen, neutralen Unterton. Oh ja, die hat wirklich eine Sheer Coverage, Medium vielleicht ein kleines bisschen. Bei mir deckt das jetzt keine Äderchen ab und wenn ich das jetzt so auf meinem Handrücken sehe, seht ihr nichts. Und dementsprechend dürfte es dann der perfekte Ton sein, ne? Riecht nach Foundation, also gar nicht mal so verrückt. Finde ich cool, doch. Ich packe es auch hier mal wieder mit rein, weil dann kann ich euch in dem Schminkvideo auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Bei Cosmetic Forest kann man sich immer so Pröbchen aussuchen. Hier habe ich ein bisschen was von Chaya. Das ist ja, so eine Marke, die man halt in Polen auch kaufen kann. Ne? Goat's Milk Concentrated Moisturizing Day Cream Lichtschutzfaktor 20 habe ich hier mit dabei. Dann Day Cream Moisturizing Day Dry and Wrinkle Prone Skin. Okay. Und eine BB Cream Natural Tone. Ja, solche Prüppchen gebe ich meistens weiter in Verlosung, ne? Dann ist es da meistens einfach, wenn jemand was bei mir gewinnt, mit dabei. Dann habe ich hier das nächste Täschchen. Und hier haben wir richtig geile Sachen drin, Leute. Root Cosmetics hat Cream Blushes rausgebracht. So ein bisschen Cream to Powder ist das. Natural Blush habe ich ausgesucht in der Farbe Mochi. Ist das Mochi? Ja. Sieht so aus. Cream Puff Natural Blush. Sieht also richtig. Und diese Root Cosmetics, ne, muss ich wirklich sagen, sind unterschätzt. Also ich habe letztens auch mal eine Lidschattenpalette mit euch zusammen ausgetestet. Heidenai ist das eine Qualität. Also richtig krass pigmentiert. Und die gibt es, glaube ich, auch nur bei Cosmetic for Less zu kaufen. Und ja, jedenfalls, wenn wir kaufen würden in Deutschland, ne? Und hier haben wir bei Root Cosmetics, seht ihr diese kleinen Teufelsgeschichten? Süß, ne? Das Logo mag ich gerne. Teufelchen und Engelchen. Hm. Und das ist wirklich so ein, ja, Creme-Gedönsen. So ein, oh, eigentlich schöner Herbstton. Ne? Eigentlich eher weniger so ein Frühlings-Sommerton, aber ja, hätte ich jetzt Interesse dran. Ich verblende ihn jetzt auch direkt mal so ein kleines bisschen. Da wird er sehr, der wird wirklich Cream to Powder, Leute. Seht ihr das? Das finde ich schön. Also der lässt sich toll ausblenden. Das wird eine gute Geschichte. Ich habe nämlich erst gedacht, uiuiui, als ich das auf dem Finger gesehen habe, das könnte krass werden. Aber, Leute, werden wir ausprobieren. Dann habe ich von Root Cosmetics ein Lippenprodukt gekauft, beziehungsweise ausgesucht, in der Farbe Coral. Bare Lips heißt das, genau. Ein Tinted Lip Balm. Sowas finde ich auch immer ganz interessant. Gerade jetzt Richtung Frühling habe ich ganz gerne eher natürliche Lippen. Ehrlich gesagt bin ich eh erst so der Nude-Fan und weniger jemand. Ich habe ja nicht so super auffällige Lippen, außer jetzt so zur Adventskalenderzeit, ne? Hier haben wir so Herzchen drauf und das ist länglich. Das finde ich schon mal ziemlich nice. Sieht schön aus und das ist, oh Gott, ich habe ein Orange mir ausgesucht, ja. Hat jetzt so keinen Duft mit dabei. Habe ich hier was tintet? Ja, ein bisschen. Wenn ich jetzt doll das male, ne, muss man schauen, wie das dann auf den Lippen aussehen würde. Hier habe ich es leicht orangig. Ja, das ist ja immer, ne, weiß man ja nicht, ob die Zähne dann dadurch weißer oder gelber werden. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und das probieren wir dann auf jeden Fall mal aus. Klar, Coral, dann hast du auch ein bisschen etwas eher orangiger die Farbe. Dann habe ich hier von Root Cosmetics Reflex Waterproof Concealer. Das fand ich auch mal cool. Weil der, ja, war jetzt auch relativ neu und das hatte ich halt so noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass Root auch, ja, wir haben ja auch diesen Blush dabei, ne, diese Base-Produkte hat. In der Farbe Fair habe ich mir den ausgesucht
Und der sieht so ein bisschen auch vom Packaging aus wie der von LA Girl, muss ich sagen. Ne? Der sieht dem schon sehr, sehr ähnlich. Könnte auch farbtechnisch ganz gut funktionieren. Ah, der hat so einen Pinselapplikator zum Hochdrücken. Okay, das ist auch irgendwie interessant, also nicht zum Drehen. Ich swatch den jetzt mal so ein bisschen. Hat so einen Aprikot-Unterton, ne? Und schaut jetzt auf dem Handrücken ganz gut aus. Ja, könnte auf jeden Fall funktionieren. Müssen wir, wie gesagt, im Gesicht ausprobieren. Swatches ist ja das eine, aber auf dem Gesicht ist immer ein bisschen was anderes. Und dann habe ich hier noch von Root Cosmetics Hella Metallic Eyeliner. Die haben so schöne Eyeliner, wirklich, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich habe mir so einen hellblau-türkis ausgesucht. Ja, damit kann ich den Look natürlich noch auf eine andere Geschichte bringen. Aquamarine ist die Farbbezeichnung. Habe ich eigentlich schon gesagt, frohe Ostern? Heute ist Ostermontag, ne? Frohe Ostern, Leute. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostertage oder habt schöne Ostertage gehabt. Man weiß es nicht, wann ihr das Video seht. Ja, unser Ostern ist eigentlich ganz schön. Wir haben ein paar Termine im Kreise der Familie und auch Freunde treffen wir an Ostern und das finde ich ganz schön. Also das wird auf jeden Fall eine schöne Zeit für uns. Ich drehe das Video natürlich jetzt nicht an Ostermontag, ist klar, ne? Aber ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr schöne Ostern. Und hier habe ich jetzt den Hella Eyeliner in Aquamarin und der sieht so schön aus. Allein das ist schon so geil. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Dip Eyelinern. Aber der ist einfach, der hat eine geile Farbe. Und wenn der jetzt halt auf dem Auge gut performt, nehme ich das auch gerne in Kauf, dass es ein Dip-Eyeliner ist. Der hat ein schönes Pinselchen. Okay, da muss man dann wahrscheinlich immer wieder reindippen. Ja, der hat jetzt nicht so die allerkrasseste Farbabgabe. Aber zieht euch das mal rein, wie schön der ist. Oh mein Gott, ich mag das. Ich bin ja auch ein vollkommener Türkis-Fan. Mag ich gerne leiden, finde ich wunderschön und da werde ich meine Freude mit haben. Und hier haben wir das Herzstück meiner Bestellung. Ja, Root Cosmetics bringt halt auch in letzter Zeit relativ häufig Lidschattenpaletten raus. Oder die kommen halt jetzt nach und nach bei Cosmetic for Less rein, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich die gigantisch und ich habe mir ausgesucht The Root Sun Palette. Ja, ist die schön. Also ich finde die jetzt optisch, ne? Schon mal richtig, 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 richtig geil. Das ist schon mal voll mein Ding. Feier ich hart. Wir haben 24 Töne enthalten und 5 Water Activated Shades. Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann aufgeteilt sein wird. Und ja, tada. Also das sieht halt genauso aus wie die Umverpackung, ne? Also das finde ich auch immer sehr gut. Und eine Folie drauf. Jetzt zieht euch das mal rein. Die schreit meinen Namen, da kann ich nichts zu sagen, ne? Das hier sind die normalen Lidschattentöne oder die Pressed Shadows, sage ich mal dazu. Und hier unten haben wir die Water Activated Colors. Da habe ich ja auch schon von anderen Marken viele Sachen ausprobiert. Ich glaube, Super Beauty, ne? Die haben ja auch sowas. Richtig geil und auch bei Beauty Bay. Und das kommt gar nicht so in der Kamera rüber, wie es ist, weil diese Farben hier, also das hier, Sunshine, dieses Orange, dann dieses Supernova, das ist so ein Gelb und dieses Solar, das sind Neontöne, die strahlen so enorm und Stella und Star sind halt ganz normale Töne, ne? Und ja, ansonsten auch wunderschöne Töne hier drin, das spricht mich einfach hart an. Wir haben auch recht grobe Glitzertöne. Das ist natürlich so eine kleine Schwierigkeit für mich. Da würde ich immer empfehlen, noch irgendwie einen Glitterglue zu verwenden. Ansonsten kriegt man da seine Schwierigkeiten mit. Ne? Gerade so, ja, wenn ich mir hier Inti angucke und so, das ist schon ein schwieriger Ton, weil der hat sehr, sehr groben, sehr, sehr, sehr groben Glitzer. Ihr seht das wahrscheinlich auch ganz gut, ne? Ja, also das auf dem Auge zu behalten, ist eine schwierige Kiste. Auch hier L-U-G-H, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Extrem schön, toller Topperton, also wirklich für außergewöhnliche Party-Looks oder so. Oder wenn man das auch ins Gesicht macht und nicht unbedingt aufs Auge, richtig geil. Aber ich möchte jetzt mal ein paar Töne auch euch swatchen, das, ne, was halt so generelle Töne sind. Da habe ich jetzt so ein hellgrün, was ich wunderschön finde. Nennt sich Tonatiu. Wisst ihr Bescheid. Und den Amaterasu. Das ist ein rosa Schimmerton. Wobei eigentlich ein matter Ton mit leichten Schimmerpigmenten drin. Und das hier ist auch so ein leichter Neonton. Also dass ihr da mal die Qualität seht.
Es ist einfach unbeschreiblich schön. Wirklich, wirklich schön. Und wenn die halt aufs Auge auch ordentlich drauf kommen, dann freue ich mir einen Keks. Das ist halt eine Palette, die man sich holt, wenn man schon so ein bisschen mehr mit Make-up machen möchte, als nur einen kleinen Liner ziehen oder so, sondern wenn man richtig mal eskalieren will, ist das halt voll dafür gedacht, ne? Und dann habe ich zuletzt noch was in dem Versandkarton entdeckt, was ich so geil finde. Und zwar hat Cosmetic for Less mir so eine kleine Einkaufstasche mit dabei gepackt. Also die haben wir in Hamburg auch im Store. Da wird es die ja zu kaufen geben. Online habe ich die so noch gar nicht gesehen und das finde ich genial. Finde ich richtig genial. Die kannst du zum Einkaufen nehmen, die kann ich jetzt für Hauls auch verwenden, ne? Und finde ich einfach geil. Also so eine schöne Einkaufstasche von Cosmetic for Less hatte ich noch nie und jetzt habe ich eine. Ich habe die letztens auch bei Alina gesehen, bei Frühlingsrolina und habe mir gesagt, oh ja, ich möchte auch eine haben. Und jetzt hatte ich eine bei mir ein Paket mit dabei und ich freue mich echt einen Keks. Also vielen, vielen Dank an die liebe Magdalena und das komplette Cosmetic for Less Team für die Produkte, für das liebevolle Einpacken und für so vieles tatsächlich. Wir schreiben auch immer ganz freundlich. Jetzt kommen wir zu dem dritten Part des Ganzen und zwar habe ich die Zoe Royal Schatzkiste gekauft. Ich würde gerne jetzt demnächst auch solche Produkte, also solche Hundeboxen, Katzenboxen, wie auch immer, in meine generellen Hauls integrieren, weil die nicht so sehr geguckt werden und ich mir gedacht habe, es ist irgendwie cooler, wenn ich das in so ein generelles Video einfach mit reinpacke. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe mir sowohl die Katzen- als auch die Hundebox bestellt. Frühlingspicknick heißt die Schatzkiste jetzt im Frühling tatsächlich und hier habe ich einmal die Katzenbox. Die sind immer super günstig, ne? Und es gab mal eine Zeit, wo du auch richtig krassen Inhalt drin hattest. Ich persönlich finde, dass die Zoe Royal Schatzkiste ziemlich nachgelassen hat. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal den Inhalt von der Katzenbox an und ja, dann schauen wir mal. Ich gebe das halt gerne zum Beispiel so als Osterbox an Marion zum Beispiel, also jetzt ist gerade Ostern, ne, aber oder zum Geburtstag oder so als Mitbringsel, wenn ich zu jemandem komme, die Katzen hat oder so, finde ich das immer ganz schön, wenn ich dann mir eine Katzenbox halt irgendwie mal bei Zoe Royal gekauft habe, dass man das halt irgendwie so mitgeben kann, weil wie oft kommt bei uns Besuch und die haben halt auch immer was für Sammy mit dabei und dann finde ich das irgendwie nur cool, wenn man das dann halt auch zurückgeben kann. So, zuallererst haben wir hier immer einen Flyer mit dabei, dass du hier ein Gewinnspiel hast. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Frühlingspicknick, dass du ohne Zuckerzusatz und ohne Getreidezusatz die Produkte hast, was ich sehr cool finde. Die Preise sind hier nicht aufgeführt, aber man kann die auch recht schnell herausfinden, ne? Das geht ganz gut online, das mache ich auch immer und ich glaube, ich blende euch die ein. Wir haben tatsächlich zwei Spielis in Anführungsstrichen bei den Katzen dabei. Einmal ein Toast, Aumüller Baldrian Katzenspielkissen. Ich glaube, das ist dann eher so zur Beruhigung gedacht, ne? Toast vor allem, finde ich großartig. Und dann haben wir einen Saft, das ist glaube ich, ne? Auch ein Baldrian Katzenspielkissen, das soll dann auch wahrscheinlich beruhigen. Wir hatten jetzt öfters auch was mit Katzenminze dabei gehabt und das hat Marion mir total häufig dann auch geschickt, wie ihre Katzen auf diese Katzenminze abgegangen sind. Finde ich hardcore, also als wären die high. Dann habe ich hier ein bisschen Naschi mit dabei. Zoe Royal, Minkas Naturkost, Ente, Mini-Streifen, heimische Proteinquellen. Da ist 100% Ente drin und das sind 50 Gramm und das sind so ganz kleine Streifen. Finde ich auf jeden Fall cool, weil ich glaube, Katzen sind ja auch eher so, dass die auch so kleinere Leckerlis auch gerne nehmen. Und ich glaube, das ist auch eher so artgerechter für die, ne? Passt ganz gut. Dann haben wir auch ein bisschen Nassfutter so als Probe manchmal dabei. Hier habe ich von Manufaktur Hardys Love Affair Kalb und Pute getreidefrei. Premium Spezialität für Katzen. Und ja, hier sind 200 Gramm drin. Ja, Kalb und Pute, ne? Ist ja auch eine kleine Dose, die man hier oben mit so einem Vieh aufmachen kann. Ich glaube, das kommt ganz gut, wenn die Katzen sowas mal ausprobieren können. Gerade weil Katzen auch ein bisschen schwieriger manchmal sind, ne? Die nehmen nicht so gerne neue Nahrung an, wie bei Hunden zum Beispiel. Dann ist mein Granata-Pad hier Feini Schmaus. Soft Snack dabei. Fisch. Mm, ohne Getreide. Ja, das sind ja alle Produkte, haben sie ja auch gesagt, ne? 50 Gramm haben wir hier drin enthalten. Wie gesagt, ich kann zu Katzensnacks nicht super viel sagen, weil ich selber keine Katzen habe, hatte oder haben werde. Dementsprechend ist es einfach mit dabei und ich freue mich halt. Animonda vom Feinsten, Feines mit Filets, mit Kalb- und Hühnchenfilet habe ich hier so ein Probierpack, würde ich sagen, mit 85 Gramm. Meistens hat man sowas ja in so 10er oder 12er Packs mit drin enthalten und das ist jetzt hier ein Sachet. Dann haben wir hier
Miam Miam, da habe ich auch schon öfters für Sammy was von gehabt, was er cool fand. Saftiges Huhn und Wildlachs, weil es lecker schmeckt. Mit 125 Gramm, gleiches wie eben auch bei diesem, ne, was ich euch vorher gezeigt habe. Auch so Nassfuttergedönsen ist das, was du halt in so einem Beutelchen drin hast. Und dann kannst du das wahrscheinlich auch ganz gut portionieren. So, dann habe ich hier noch ein paar mehr Sachen drin. Also dieses Mal würde ich schon sagen, dass die Katzenbox ganz gut gefüllt ist. Brit Care Prevention by Nutrition Superfoods Chicken Crunchy Snack for Adult Cats mit Seebuktoren, keine Ahnung, was das ist, und Blaubeere. Seebuktoren, vielleicht Sanddorn oder so, kann ich mir vorstellen. Grab and Shake. Hä? Das kann ich mir jetzt nicht gut vorstellen, was das sein soll. Einfach, ach so, vielleicht, damit sie halt kommen und das halt hören. Keine Ahnung, ist eine 100 Gramm Dose. Ja, ne? Dann habe ich hier, und das finde ich immer ganz cool, wenn man so eine relativ große Trockenfutterprobe auch dabei hat. Das ist jetzt von Mera, The Pet Food Family All Cats Adult mit Lachs, 400 Gramm, mit 85% tierischem Protein, made in Germany. Das hört sich auf jeden Fall sehr sympathisch an, muss ich gestehen, ne? Und sowas, wie gesagt, finde ich immer geil und feiere ich, wenn wir das in solchen Boxen mit dabei haben, weil man das halt einfach dann über einen längeren Zeitraum geben kann. Und das ist eigentlich ganz cool, weil bei Tieren ist es halt so, dass man jetzt nicht von jetzt auf gleich Tüte für Tüte umstellen sollte, sondern das immer langsam beimischen sollte in dem aktuell vorhandenen Futter, um halt einfach zu gucken, wie die Verträglichkeit so ist. Und als letztes habe ich hier ein, Tigro Deodorant Frühlingsduft. Reduziert unangenehme Gerüche, frische Duft für Katzenstreu, verbesserte Klumpbildung. Aha, für das Katzenstreu. 700 Gramm sind hier drin enthalten. Sicherlich für Katzenbesitzer ein Traum, weil ich aus Erfahrung weiß, dass Katzenklos durchaus stinken können. Und deswegen finde ich das cool, also praktisch. Haben wir Naschis dabei, wir haben Spielis dabei, wir haben Grundfutter dabei. Also auf jeden Fall eine gute Mischung. Schreib mir gerne in die Kommentare, falls du Katzenbesitzer bist oder Besitzerin, wie du so die Konstellation findest von dieser Box. Ich hätte mich wahrscheinlich drüber gefreut. Jo. Jetzt kommen wir zu der Hundebox und ich werde das jetzt nicht so machen, dass ich Sammy das jetzt direkt geben werde, weil heute geht es ihm nicht ganz so gut. Er hat eben sich auch tatsächlich erbrochen, beziehungsweise es geht ihm schon gut, aber zu gut, weil er dann aufgeregt war. Und wenn Sammy aufgeregt ist, kann er manchmal so aufgeregt sein, dass er dann bricht. Und das ist heute passiert, das ist ein bisschen ärgerlich. Also ja, falls ihr meine Theorie herausfinden möchtet, warum es manchmal bei Sammy etwas merkwürdig zugeht, schaut auf jeden Fall im Pelletier-Verlag vorbei. Es gibt das Buch Sammy endlich ankommen, was ich geschrieben habe, wo ich anhand von Sammys Verhalten so ein bisschen spekuliert habe, warum könnte er so sein, wie er ist, warum hat er die Narben, die er nun mal hat und ja, warum ist Sammy halt, wie er ist und was ist vielleicht mit seiner Familie passiert und so. Und das ist halt ein Buch aus Sammys Sicht geschrieben und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran wie ich und schaut mal beim Pelletier Verlag vorbei. Genau, ja. Wollte ich auf jeden Fall jetzt mal an dieser Stelle erwähnen, weil ich packe jetzt eine Hundebox aus. Das passt auf jeden Fall, ne? Genau, auf jeden Fall. Monsieur schläft und ich lasse ihn jetzt auch schlafen und werde ihm jetzt nicht irgendwie die Leckerlis geben und so, ne? So, die Schatzkiste für Hunde ist nämlich immer ein bisschen größer, weil das voluminöser meistens halt einfach ist, weil Hunde sind oft größer als Katzen, semi-safe. Und jo, dann gucken wir mal, was dann für die Hunde sich jetzt überlegt worden ist. Hier auch Gewinnspiel und diese Karte auch wieder ohne Zuckerzusatz, ohne Getreidezusatz, finde ich immer sehr positiv. Trotzdem schaue ich nochmal ein bisschen drauf, ob da jetzt wirklich kein Getreide und sowas drin ist. Ist aber eigentlich meistens nicht. Guck mal, und deswegen ist das Kram auch so groß, weil wir zum Beispiel so ein großes Spiel hier drin haben. Wenn ich Sammy das Ding gebe, ist es innerhalb von ein paar Minuten hin. Also du siehst halt nicht mehr, dass es so aussah. Da ist auch bestimmt ein Quietschi oder so drin. Ja, ich fühle hier schon was und das gebe ich ihm. Da hat er seinen Spaß mit. Das pflückt er auseinander und dann rennt er halt mit diesem leeren Körper die ganze Zeit durch die Gegend und freut sich einen Keks. Ne? Manchmal liegt er auch total niedlich damit irgendwo in der Ecke rum und schmust damit. Aber halt nicht dieses klassische, wie wenn du irgendeinem Hund so einen Schmusebären oder sowas gibst. Das kannst du bei Sammy nicht machen, dafür kommt er halt zu sehr von der Straße. Und ja, ich weiß nicht, was soll das sein? Spiegelei? Ich glaube schon, oder? Ein Spiegelei mit Bein. Steht das hier irgendwo drauf? Spiegelei. Ja, wieso nicht auch mal ein Spiegelei für deinen Hund? Das süße Hundespielkissen aus weichem Plüsch und Kord wird dein Buddy sicher lieben. Ja, sicher, ne? Wenn auch nur kurz. Aber finde ich sehr, sehr witzig. Dann habe ich hier etwas drin, was so ein bisschen aussieht wie ein
wie eine Fruchtschnitte. Und von der Marke her passt es natürlich. Sammy's Fitnessschnitte mit Äpfeln und Blaubeeren, 35,5% Protein und hier sind 25 Gramm drin. Sieht wirklich aus wie so ein Proteinriegel, ne? Finde ich per se ganz witzig. Andererseits muss ich halt gestehen, ich bin nicht so der größte Fan davon, Tiere allzu sehr zu vermenschlichen. Also da sollte man ein Tier schon Tier sein lassen. Da braucht man eigentlich, ne? Ich meine, gut, ich feiere dieses Spiegelei und streichel es gerade die ganze Zeit. Trotzdem, ne? Ja, muss man halt für sich, also ich werde es Sammy geben, er wird sich freuen, er wird es fressen. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, Mensch, das kaufe ich mir definitiv. Vielleicht wegen dem Markennamen, aber das ist, ne? Dann habe ich von Rinti ein Trinksnack mit Huhn. Erinnert mich ein bisschen an die Smoothie Dogs. Tatsächlich, ne? Die mag Sammy nämlich auch recht gerne. Kalorienarmer Trinkgenuss, leicht und lecker, 185 Milliliter. Sowas kann man halt auch total genial so ein bisschen mit Wasser strecken und dann einfrieren. Und das fressen die Hunde so unfassbar gerne, Leute. Ich sag's euch, Sammy liebt Eis zum Beispiel. Ich mache ihm ja oft Eis. Ich habe hier mal ein Video gedreht, wie ich Hundeeis herstelle. Er feiert das so sehr ab und er, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, fordert er das auch richtig ein. Also, ne, dann steht er hechelnd vor mir, stellt sich vor die Vorratskammertür, so nach dem Motto, Mensch, Fräuchen, es ist so warm, gib mir doch ein Eis. Und dann kriegt er auch ein Hundeeis. Es ist einfach, ja, sowas halt, ne, zusammen mit Wasser, zusammen mit Leckerlis. Und dann kriegt er das halt. Das feiert er. Ja, und das werde ich dafür halt auch sehr verwenden. Dann habe ich hier als nächstes Mini-Burger, reich an Rind. Das sind halt so Patty-Dinger, ohne Zucker und ohne Getreide hatten wir ja schon. Ne? 100 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist dann so ein bisschen fleischiger. Das wird er auf jeden Fall sehr feiern. Und ja, bis zu 9 Stück darf er davon am Tag essen. Naja, komm, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Aber, ne, finde ich ganz gut so als kleines Belohnungssnack-Gedönsen. Das hier ist jetzt Nassfutter. Auch von Zooroyal eine saftige Pastete mit Huhn und frischen Herzen. 175 Gramm. Auch hier sind Hefen drin, was immer sehr gut für die Verdauung tatsächlich ist. Vitamin E ist eigentlich das Schönheitsvitamin, wenn ich so im Kosmetikbereich unterwegs bin, zur Unterstützung des Immunsystems mit Biotin, Zink, Fettsäuren und so weiter für Unterstützung von Haut und Fell. 1A, ne? Also sowas mag der gerne. Das mache ich ihm dann meistens mit einem Löffel vorher klein und da kann er sich das schnabulieren. Und da ist Sammy wirklich sehr genügsam. Dann habe ich hier ein paar Leckerlis wieder drin. Edgar Cooper, auch das hatten wir mal irgendwo als Marke mit dabei. Der beste Ente und Huhnbeiz, Kürbis-Banane. Oha, das ist ja sehr ausgefallen, oder? 50 Gramm sind hier drin enthalten. Kürbis und Banane. Auch interessant, ne? Also in letzter Zeit esse ich relativ häufig Bananen. Aber bislang hat Sammy daran noch kein Interesse gezeigt. Also wüsste ich nicht, dass Sammy auch Banane mag. Dann habe ich hier Naturimbiss. Das hat er auch schon mal gehabt. Das findet er ganz cool. Da kaut er nämlich ein bisschen länger dran rum. Hähnchen- und Kau-Sandwich, Chicken Chewing Sandwich. Genau, 70 Gramm sind hier drin. Und hier hast du, ich weiß nicht, 3 oder 4 Stück drin. Ja, und da kann er dann drauf rumkauen. Und das ist eigentlich ganz gut dann auch für die Zahnpflege, ne? Da hat er dann auch ein bisschen länger was von. So, ja, gut gefüllt, ne? Miam, miam, habe ich eben gesagt, haben wir auch in der Jungsbox, wollte ich sagen, in der Hundebox. Snackbag, köstliches Muskelfleisch vom Pferd, das ist getrocknet. Und ja, auch aus deutscher Herstellung. 100 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist ein bisschen kleiner, das sieht man hier auch, ne? Das ist so als kleine Belohnung zwischendurch. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte für Sammy. Da wird er sich drüber freuen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Nassfutter. Gran Cano Superfoods. Huhn und Spinat, Himbeeren, Kürbiskern. Mhm. Sieht sehr cool aus. Animonda ist halt auch einfach so eine Marke, die kennt man, wenn man so ein Hundehalter ist, ne? Weil das kommt einem immer bei Fressnapf und Co. über den Weg, ne? Was haben wir denn hier drin? Wahrscheinlich 400 Gramm. Ja, 400 Gramm, eine klassische Dose. Und ja, immer schön Gemüse mit dabei. Ich hatte letztens auch mal irgendwo bei, was war das, von DM oder von Rossmann auch sowas bestellt, so Nassfutter. Und ich dachte, das wäre halt quasi irgendwas Tierisches zusammen mit irgendwelchen Veggie-Zutaten, ne? Hab das voll vercheckt und es war einfach Veggie. Also das konnte ich dann halt quasi nur dazugeben, weil ich ernähre meinen Hund ja nicht vegetarisch. Das ist ein Allesfresser, ne? Hauptsächlich Fleischfresser. Und ja, genau. Ja, aber das wird er auf jeden Fall bekommen, da wird er sich drüber freuen. Ja, und hier habe ich schon das letzte Produkt und das ist etwas, was wir natürlich super gut gebrauchen können, denn das ist eine Kuscheldecke.
Finde ich, also sowas finde ich in einer Hundebox richtig geil. Und dann kann man auf jeden Fall auch verzeihen, dass wir hier gar kein Trockenfutter drin haben, weil das vermisse ich in letzter Zeit öfters mal in diesen Zoroyal-Schatzkisten, ne? Weil ja, Sammy das auch eigentlich immer ganz cool fand. Und solche Hundedecken, die verwende ich ja hier für diesen Puff da, wo Sammy drauf liegt, oder bei uns auf der Couch oder so, ne? Ja, und das ist jetzt so eine grau-schwarze Decke. Und ja, qualitativ kannst du schon sehr durchgucken, tatsächlich. Aber ja, hat hier solche Nähte an der Seite. Ist von Zoroyal selber 100% Polyester. Ja, wird man auf jeden Fall waschen können, ne? Und die ist halt recht groß. Doch, also passt, glaube ich, dann auch genau auf diesen Puff drauf, ne? Das finde ich ganz praktisch. Das war jetzt die Hunde-Zoroyal-Schatzkiste. Fand ich gut. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich war da doch die letzten Male etwas enttäuscht, da muss ich gestehen. Weil hier haben wir eine gute Auswahl. Wir haben recht schöne Snacks dabei, aber auch schöne Spielis. Und ja, ein bisschen Nassfutter als Tester dabei. Doch, die fand ich gut, hat mir richtig gut gefallen. Besser als die letzte, die ich hatte. Ich glaube, das war die Weihnachtsbox dann, ne? Ja, und das war jetzt hier auch mein Video, mein Rundherum-Haul quasi. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!